Hallo zusammen und damit willkommen zur 9. Folge Lego Stadt. Heute geht es, wie ich auch schon angekündigt habe, hier um diesen roten Bereich. Und zwar werde ich euch den heute etwas genauer vorstellen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt damit an. Und zwar als erstes haben wir hier als große Veränderung dieses neue Gebäude. Ich weiß noch nicht genau, was da reinkommt, da gibt es jetzt aber auch verschiedene sozusagen Vorstellungen von mir, was da jetzt reinkommen soll. Zu einem kann ich mir da einige Wohnungen sehr gut drin vorstellen, zum anderen aber auch einfach ein Bürogebäude. Also da könnt ihr auch gerne noch eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Als nächstes hätten wir dann hier noch diese kleine Mauer zur Zugstrecke mit diesem kaputten Bürgersteig vorne dran. Die Mauer ist auch ganz einfach aufgebaut. Und da habe ich dann noch ein paar Pflanzenteile hinzugefügt, die auch direkt in die Mauer mit eingebaut. Und ich finde, das kann sich eigentlich schon sehen lassen. Ich denke mal, die Bautechnik ist absolut klar. Hier seht ihr jetzt noch, wie das aussieht, wenn jetzt noch ein Zug direkt dahinter steht. Ich denke, die Höhe kann man so lassen. Wenn ihr aber wollt, dann können wir auch gerne noch etwas oben drauf legen. So, nächster Tag, nächstes Zwischenupdate sozusagen. Es wird schon fast wieder dunkel, deshalb hier auch noch etwas Belichtung. Also hier vorne erstmal. Hier habe ich mir gedacht, können wir dann so eine kleine Bucht hinbauen, hier mit so ein paar Anlegestellen für zwei Boote. Das soll jetzt wirklich nicht groß werden, sondern nur wirklich für so zwei kleinere Boote wie die hier. Ich will hier jetzt keinen großen Hafen hinbauen und der Leuchtturm, der steht ja nicht, weil hier irgendwelche Schiffe dann noch außerhalb von der Stadt vorbeifahren, sondern der soll einfach so ein bisschen Meeresgefühl geben. Dann hier drüben, wo jetzt noch die beiden kleinen Polizeiboote stehen, die kommen dann auch noch weg. Da soll dann noch ein ganz kleiner Strand hinkommen mit diesem Surferhaus. Das ist von Lego Creator 3-in-1. Und hier kommt dann, wie gesagt, noch eine Wasserfläche hin, wo dann wahrscheinlich noch ein paar Minifiguren im Wasser sein werden mit Details und so weiter. Und hier hinten könnt ihr schon sehen, in weiß habe ich schon mal den Berg abgesteckt. Also so ungefähr soll der verlaufen, das ist jetzt nicht endgültig. Und hier, wo wir jetzt noch diese große Fläche haben, da habe ich mir gedacht, könnte man dann noch ein Feld hinbauen mit einem Bauernhof oder irgend so etwas in die Richtung. Auf jeden Fall, da gäbe es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht habt ihr da auch noch irgendwelche Ideen, schreibt die mir dann gerne in die Kommentare. Ansonsten stehen hier drüben dann noch zwei kleinere Gebäude aus der alten Lego-Stadt, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Hier steht dann noch ein Pizzawagen. Die stehen jetzt hier auch erstmal nur vorübergehend, die werden dann auch noch wegkommen. Und hier sollen dann sowieso eher modernere Häuser, vielleicht auch ein, zwei Hochhäuser hinkommen. Also da sind die ja wahrscheinlich total viel am Platz, weil die sind im Vergleich schon zu diesem Auto sehr, sehr klein. Was ich jetzt noch gerne abschließend machen würde für diese Folge wäre, dass ich hier in diesem Bereich, wo später die modernen Häuser stehen sollen, einfach diese Straßenplatten gegen richtige Baseplates austausche.
dann wäre auch das noch erledigt. Und dann nochmal ein kleiner Hinweis, morgen um 19.30 Uhr gibt es einen Livestream bei mir auf meinem Kanal. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. Ansonsten war es das dann auch wieder für dieses Video. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.